Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wie bereits von meinem Fraktionskollegen Jürgen Pohl ausgeführt, liegt das Problem nicht nur im Betriebsverfassungsgesetz, sondern in der Liberalisierung des europäischen Luftverkehrs ohne gleichzeitige europaweite Angleichung der Arbeits- und Sozialgesetzgebung. Selbstverständlich sollten Beschäftigte in Deutschland ihr Recht auf Streik und Mitbestimmung uneingeschränkt in allen Unternehmen in gleicher Weise geltend machen können. Das ist aber nicht das Problem, das wir hier haben. Wir sehen hier die Auswirkung ungebremster Europäisierung, die ja anderen Fraktionen offenbar nicht schnell und weit genug gehen kann. Wir wünschen uns ein Europa freier Nationen im fairen Wettbewerb miteinander. Diese Regierung behindert deutsche Unternehmen und Mitarbeiter. Es scheint fast so, als stünden sie im regierungsinternen Wettbewerb, wie man deutsche Unternehmen und Bürger und Arbeitnehmer zugunsten des Auslands entreichern kann. Eine Kosmetik am Betriebsverfassungsgesetz wird daran nichts ändern. Das Korrektiv nach Ansicht der Alternative für Deutschland kann nur sein, fairen Wettbewerb endlich zu ermöglichen und die deutschen Marktteilnehmer am internationalen Wettbewerb durch Befreiung von unfairen Wettbewerbsnachteilen zu ertüchtigen. Ja, ja, ja. Auch in der Luftfahrtbranche gilt, wir brauchen eine alternative Politik für Deutschland. Und hier ist der Name Programm. Diese Bundesregierung hat es bisher, wie ihre Vorgänger, versäumt, gesetzliche Rahmenbedingungen an die Realitäten des internationalen Wettbewerbs im Luftverkehr anzupassen. Der europäische Luftverkehrsmarkt ist der wettbewerbsintensivste der ganzen Welt. Fast 250 Airlines kämpfen an den europäischen Flughäfen um die Passagiere. Das sind mehr als auf jedem anderen Erdteil. Die im Vergleich zu Luxemburg oder Belgien langsamen behördlichen Genehmigungsverfahren hier in Deutschland von Frachtchartern verschaffen unseren Flughäfen unfaire Nachteile. So will die deutsche Luftverkehrssteuer als auch der deutsche Sonderweg bei der Finanzierung der Sicherheitskontrollen und die typisch deutschen, teilweise extrem rigiden Nachtflugverbote an unseren Flughäfen belasten die gesamte Branche. Die Vorstellung der Linksfraktion, dass Luftfahrtunternehmen in Deutschland sich an die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation halten müssen oder ihre Start- und Landerechte in Deutschland verlieren, wie das ja bei Ihnen durchklang, halten wir für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Tarifautonomie. Wer Globalisierung und Europäisierung ohne Rücksicht auf unser Land vorantreibt, muss sich nicht wundern, dass er der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen in unserem Land Tür und Tor öffnet. Für uns jedenfalls ist es kein Grund zur Freude, dass die Luftverkehrsindustrie weitere 140 Verbindungen verliert. Deutschland darf nicht zum verkehrspolitischen Entwicklungsland werden. Die verkehrsfeindlichen Ideologien, die wir hier im Parlament immer wieder erleben, gelten nicht nur beim Diesel, sondern natürlich auch am Himmel und zeigen auch Wirkung. Das Wachstum der Luftverkehrsbranche zwischen 2010 und 2016 in Europa beträgt 28% im Mittel. Deutschland liegt mit 17% Wachstum auf dem vorletzten Platz. Und das ist Ihre Schuld. Jawohl. Die Luftverkehrssteuer belastet die Branche 2016 mit rund 1 Milliarde €. Diesen Betrag zahlen zur Hälfte die deutschen Unternehmen. Alle 100 anderen in Deutschland tätigen Luftverkehrsunternehmen teilen sich den gesamten Rest. Schaffen wir das Wettbewerbshindernis Luftverkehrssteuer ab. Das haben Sie übrigens auch im Koalitionsvertrag stehen, aber noch nicht umgesetzt. Nur mit international fairen Bedingungen gibt es gesunde Unternehmen. Und nur mit gesunden Unternehmen können wir hier unsere Arbeitnehmerrechte und Arbeitsstandards überhaupt umsetzen. Dafür steht die AfD. Und deshalb enthalten wir uns bezüglich der Idee nach richtigen, aber in der Umsetzung falschen Antrags von Ihnen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Spaniel. Nächster Redner, Michael Gerdes für die SPD-Fraktion.